Ja, ich schaue in der Zeitung mal zu lesen, 60 will immer noch in die Bundesliga. Wie sehen Sie denn das? Ja, nochmal, ich konzentriere mich jetzt auf das Training hier, auf die nächsten schweren Spiele, auf die schwere Rückrunde. Und alles andere wird man dann in Zukunft sehen. Das heißt, wie das machbar sein wird, wie es umsetzbar sein wird. Ich habe das auch gelesen, kommentiere es jetzt aber nicht von meiner Seite. Das heißt, mein voller Fokus liegt jetzt aufs Tagesgeschäft. Und da sind genug schwierige Aufgaben jetzt momentan zu lösen. Wie heißt es 60 jetzt auf den Rückrundenstart in Lotte? Ja, klar, wir sind alle heiß drauf, dass es wieder losgeht. Man merkt es an meiner Stimme, ich bin auch heiß, ja, im sprichwörtlichen Sinn. Es ist wieder eine Standortbestimmung. Es war jetzt einige Wochen Pause. Wir haben jetzt intensiv trainiert im Trainingslager und jetzt sind alle froh, dass es wieder losgeht, weil in Wahrheit bist du erst wieder richtig im Rhythmus und weißt du, wo du stehst. Wenn du dann das erste und das zweite Spiel gespielt hast, dann nach zwei Spielen weißt du in etwa, wo du stehst und ob du dich weiterentwickelt hast in gewissen Dingen. Adriano Grimaldi hat sich verletzt abgemeldet. Wie geht's da weiter? Ja, Adi hat sich vorige Woche eine Sprunggelenksverletzung zugezogen, wird jetzt einige Wochen ausfallen. Und wir sind noch im intensiven Austausch mit mehreren Vereinen, ganz im intensiven Austausch mit einem Verein. Und ja, da ist alles offen in alle Richtungen. Was genau für eine Verletzung hat er denn? Sprunggelenksverletzung und mehr werden wir nicht kommunizieren, weil das auch im Sinne, sag ich jetzt mal, vom Adi ist. Okay. Ist das bei einem Zweikampf passiert im Training oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, ich habe mit Adi da natürlich darüber gesprochen, aber auch da über den Verletzungshergang werden wir jetzt auch nichts Näheres bekannt geben. Fakt ist, es war im Training, ja, es war in einer Spielform und habe mit Adi darüber gesprochen und ja, alles gut soweit. Es ist natürlich jetzt viel schlecht, die Situation, aber ja, das gehört zum Fußball dazu. Aber so wie ich jetzt Adi wahrgenommen habe in den Gesprächen, ist er frohen Mutes und weiß, dass das zum Profigeschäft ganz einfach dazugehört. Das ist halt leider so. Ist er auch frohen Mutes, dass er den Verein noch verlassen wird tatsächlich, weil das ja sein Wunsch war? Ja, ich habe es ja jetzt gesagt. Wie gesagt, wir sind noch im intensiven Austausch mit mehreren Vereinen, ganz intensiv mit einem Verein. Und wie gesagt, da ist alles offen noch in alle Richtungen. Fakt ist auch, dass Quirin Mohl ausfallen wird für Lotte, ist das richtig? Stand heute gehen wir davon aus, wie gesagt, dass er sich eine Muskelverletzung zugezogen, leider im letzten Testspiel in der Endphase. Hat er selber gar nicht gemerkt, erst nach dem Spiel erst richtig gemerkt, hat sich jetzt herausgestellt, dass es doch eine Muskelverletzung ist, wo wir Stand heute davon ausgehen, dass er jetzt am Freitag fehlen wird. Ja. Gibt es denn schon eine Entscheidung in der Torhüterfrage, Bodenmann oder Hiller? Ja, das wird der Trainer dann kurzfristig treffen, diese Entscheidung. Aber es ist halt so, dass auch da natürlich so war, dass Hendrik noch einmal im Trainingslager verletzt war. Das heißt, ihm sicherlich da noch einmal einige Trainingstage fehlen. Aber noch einmal die endgültige Entscheidung und das wird dann Daniel am Donnerstag am Abend treffen und dann auch den Torhütern so mitteilen. Gibt es denn schon eine Entscheidung zu Ihrer Person? Sie sollten eigentlich Geschäftsführer werden hier bei 60. Ja, auch dazu kann ich nur sagen, dass mir zugesagt wird, dass von allen Seiten, ja, von allen Gremien Zustimmung vorherrscht, von allen Seiten, von beiden Gesellschaften, von allen Vereinsgremien grünes Licht herrscht und warum der Vertrag jetzt noch nicht unterschrieben wird, bin ich die falsche Ansprechperson. Aber irritiert Sie das nicht? Woanders wird ja dann sowas einfach in trockene Tücher gelegt. Ja, noch einmal, ich bin ja eigentlich erst seit zwei Tagen in dem Geschäft und habe meine Verträge in der Regel schneller unterschrieben. Aber noch einmal, ich nehme das jetzt so zur Kenntnis und noch einmal, ich habe momentan so viel im Alltag zu lösen, jetzt von den Trainingsaufgaben vor Ort, mit der Transfertätigkeiten, Absprache ständig mit dem Trainer, Absprache ständig mit dem Geschäftsführer. Das heißt, ich konzentriere mich auf diese Dinge und nicht wann jetzt was, wie, wo unterschrieben wird und warum, wieso und weshalb. Und nochmal, meine Information ist die, dass es Zustimmung von allen Seiten gibt. Alle Beschlüsse, die notwendig sind, sind hier. Und ja, wann das Ding unterschrieben wird, ob es unterschrieben wird, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Dann müsst ihr wahrscheinlich den Präsidenten fragen. Der kann es am Ende des Tages entscheiden oder ist die letzte entscheidende Instanz aus meiner Sicht, soweit ich also die Vereinsstatuten verstehe. Meinen Sie, dass es dann an Herrn Reisinger hakt an dieser Geschichte? Na, das will ich damit nicht sagen, aber er kann Ihnen sicherlich am besten Auskunft geben, weil er natürlich da final den Einblick hat und mehr Einblick hat als ich in diese Gremien. Jetzt gibt es einen zweiten Präsidentschaftskandidaten, der ein bisschen einen investitionsfreudigeren Kurs fahren würde wohl. Äußern Sie sich in irgendeiner Form dazu? Na, wie gesagt, ich äußere mich generell primär nur zum Sport und gerade jetzt in der Situation. Nochmal, wir fokussieren uns jetzt auf die Trainings, auf das erste schwere Spiel, auf das zweite, dritte Spiel. Da liegt unser Fokus. Das heißt, wir haben jetzt genug Aufgaben von uns, sportlich für Planungssicherheit zu sorgen. Das ist jetzt unsere Aufgabe und unsere Zielsetzung. Sportlich für Planungssicherheit zu sorgen und alles andere sind dann Dinge, die rundherum gestaltet werden müssen und die dann primär nicht in unserer Hand liegen. Dennoch ist jetzt aber auch wieder die Situation, wie schon so oft im Winter. Natürlich ist die Klassenerhalt bzw. die Zukunft, das ist die sportliche Planungssicherheit, das ist das eine, dafür können Sie sorgen. Das andere ist aber, wenn man eigentlich im Winter schon in Gespräche gehen müsste, weil eben x Spielerverträge auslaufen etc. pp. Viele wissen wollen, wo stehen wir überhaupt. Wie gehen Sie damit um, dass Sie eigentlich jedem erstmal sagen müssen, Jungs,
Wir wissen leider noch nicht, in welche Richtung. Ja, aber das ist eine Situation, die wir nicht beeinflussen können. Wie gesagt, ich habe jetzt 20 Jahre in dem Geschäft überlebt, sprichwörtlich. Ja, und da habe ich gelernt, mich auf das zu konzentrieren, was ich beeinflussen kann. Wenn ich mir über alles andere Gedanken mache, ja, dann wäre ich wahrscheinlich nicht mehr in dem Geschäft oder hätte noch mehr Falten oder ja, noch weniger Haare, auch vielleicht im Gesicht. Und von dem her, ich fokussiere mich auf das, was ich beeinflussen kann. Und das sind die Dinge jetzt hier im Training, das sind die Absprachen mit dem Trainer, das sind die Absprachen mit dem Geschäftsführer, was gewisse Aktivitäten rundherum anbelangen. Und alles andere wird man dann sehen. Aber ja, Ihre Geduld ist irgendwann noch auch aufgebraucht. Weil ich meine, Sie haben einen guten Namen in der Branche. Andere sehen, was Sie hier leisten. Ich gehe mal davon aus, Begehrlichkeiten sind da. Und irgendwann sagen Sie doch auch, Leute, ich muss auch mal auf mich schauen. Ja, aber auch das habe ich gelernt, dass ich, oder ich bin so erzogen worden, oder bin so ein Mensch, dass ich sage, ich gebe bis zum Schluss alles. Ja, und wann der Schluss kommen wird, das wird man dann sehen. Und klar hat jeder Mensch einen gewissen Geduldsfaden, aber der ist bei mir nach 20 Jahren im Geschäft sehr, sehr groß. Und wie gesagt, ich habe eine große Verantwortung hier, der Mannschaft gegenüber, den Spielern gegenüber, der Staff, dem Trainer gegenüber, der jetzt noch final seine Prüfungen erledigen muss in Hennef. Und von dem her habe ich hier eine große Verantwortung. Und auf die fokussiere ich mich jetzt und nicht auf die ganzen anderen Dinge herum, die sicherlich, sage ich jetzt einmal, wir auch versuchen, von der Mannschaft fernzuhalten. Aber theoretisch könnt ihr doch für Planungssicherheit sorgen, weil also ihr braucht da keine Fremdgelder. Ihr könnt ja auch ohne Fremdgelder angeblich überleben, oder? Ja, noch einmal, das sind auch Dinge, die wir sportlich natürlich vorbereiten, wie es bei uns jetzt schon heißt, nach Konsolidierungskurs, ja, und Investitionskurs. Ja. Und das sind natürlich unterschiedliche Dinge und Szenarien, die wir auch in Zusammenarbeit mit Jürgen Jung, der mich da hervorragend unterstützt tagtäglich, auch vorbereiten. Das ist klar. Einfacher wäre es natürlich, wenn wir uns nur auf eine Sache fokussieren könnten. So ganz einfach, ja, müssen wir ganz einfach immer ja, sehr umfangreich den Markt beobachten und verschiedene Szenarien durchspielen. Aber okay, es ist so. Die Situation haben wir so zu akzeptieren und aus der Situation das Beste zu machen. Das ist unsere Aufgabe und meine Verantwortung. Aber wenn es keine Fremdgelder gibt, ja, dann muss man einfach ohne Fremdgelder planen. Und das könnte doch längst vollzogen sein. Genau, also da planen wir im Prinzip ja auch durch und da stehen ja auch die ganzen Dinge. Das heißt, da weiß ich plus minus genau die Zahl X, von der ja immer gesprochen wurde, die weiß ich nach wie vor nicht. Aber wie gesagt, ich weiß, dass ein Konsolidierungskurs sehr wahrscheinlich auf uns zukommen wird. Zumindest ist es jetzt der Stand der Dinge. Und nach dem gehen wir natürlich vor und nach dem planen wir den Kader und auch die zukünftige Ausrichtung. Wie hoch wären dann die Einsparungsmaßnahmen in Prozent, kann man das sagen, in etwa? Ja, da will ich jetzt noch keine Zahl von mir geben. Wie gesagt, zuerst brauche ich die genaue Zahl, das genaue Sportbudget, Personaletat für nächstes Jahr von Michael Scharold. Und dann können wir uns über solche Szenarien unterhalten. Aber Fakt ist, dass es jetzt Richtung Konsolidierungskurs geht. Und das bereiten wir natürlich auch sportlich im Hintergrund vor.